Ich freue mich, unseren ersten Gastredner von heute ankündigen zu dürfen, Professor Dr. Stefan Kolev. Professor Dr. Stefan Kolev ist ursprünglich aus Sofia, Bulgarien, promovierte und studierte an der Universität in Hamburg. Seit 2012 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, unter anderem mit den Forschungsschwerpunkten der Ordnungsökonomie und der Geschichte des ökonomischen Denkens. Unter anderem ist er stellvertretender Vorsitzender des Wilhelm-Röpke-Instituts Erfurt und unter anderem aktives Mitglied der Mont-Pelerin-Gesellschaft, in dessen Rahmen er letzte Woche auf der Tagung in Stockholm auch einen Vortrag gehalten hat. Ja, und jetzt freue ich mich auf den Vortrag mit Ihnen zur Zukunft der digitalen Bürgergesellschaft. Soll ich was machen? Komm ich mal allein? Wer macht das? Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Es ist ein ganz besonderer Saal. Darauf wollte ich noch mal kurz hinweisen. Als jemand darüber Walter Eucken promoviert hat, Sie sehen hier Walter Eucken. Das ist ein Gemälde, das ein Maler, der befreundet mit seinem Vater war, gemalt hat. Und Eucken stand Modell für diese in den Krieg ziehenden Soldaten. Also Sie sehen hier den jungen Walter Eucken noch mit Haaren. Damit das nicht zu einem Überrespekt führt meinerseits, in diesem Raum habe ich beschlossen, ich duze euch, weil im Raum einfach sehr viele Freunde sitzen und weil auf den Folien auch sehr häufig von wir oder unsere die Rede ist. Das ist, glaube ich, auch mein 10. Auftrag bei den European Students, deswegen erlaube ich mir das Du. Der Titel ist so wie im Programm angekündigt und ich hoffe, dass ich so 30 Minuten reden werde und wir danach genug Zeit haben zum Diskutieren. Ich fange mit einem kleinen, sagen wir Gag an. Sie haben neulich gelesen, dass bestimmte Teile der liberal-libertären Gemeinschaft, in der wir uns alle tummeln, sich etwas despektierlich über die European Students oder überhaupt über die Students for Liberty geäußert haben. Ich darf berichten aus der Weltregierung aus Stockholm, dass es da eine ziemliche Retourkutsche gab. Wenn Sie gucken wollen, was mit diesem Teil des Libertarismus, der uns Stupids for Liberty nennt, falsch läuft, können Sie bei der Foundation for Economic Education diese Teile aus dem Paper von Pete Böttke, dem Präsidenten der MPS, lesen. Und es ist eine ziemliche Auseinandersetzung mit dem, warum man uns hier den falschen Liberalismus vorwirft. Also, die Weltregierung hat uns wieder mal gerettet. Folgendes, mein Vortrag hatte diesen Begriff Bürgergesellschaft im Mittelpunkt und deswegen finde ich eigentlich zunächst mal ganz wichtig, Folgendes zu sagen. Wenn wir uns bei diesen Tagungen treffen, wie gesagt, ich glaube, ich bin das 10. Mal dabei, sprechen wir eigentlich sehr häufig, oder aus meiner Sicht zu häufig, über Wirtschaft. Als Ökonom habe ich zwar nichts dagegen, ich glaube aber, dass es an der Zeit ist, auch über Gesellschaft zu sprechen. Und ich glaube, dass die Zerfallsprozesse auch im deutschsprachigen Liberalismus der letzten Jahre damit zusammenhängen, dass, wenn wir über Wirtschaft sprechen, wir so meistens einer Meinung sind. Wenn wir aber über Gesellschaft anfangen zu reden, dann hört der Konsens ziemlich schnell auf. Umso wichtiger ist es eben, dass wir darüber sprechen. Es gibt diesen Spruch von Margaret Thatcher, there is no such thing as society, und den kann man beliebig dumm interpretieren. Der ist an sich nicht dumm. Sie sagt eigentlich, es gibt nicht, die Gesellschaft handelt nicht. Ja, und das würde jeder Liberaler unterschreiben. Das heißt aber nicht, dass man die Gesellschaft nicht analysieren soll, dass man sich also nicht über die Gesellschaft Gedanken machen soll. Und das tun wir, wie gesagt, aus meiner Sicht zu selten. Max Weber, mit dem ich mich im Moment beschäftige, hat statt dieses Titels seines berühmtesten Buches Wirtschaft und Gesellschaft eigentlich einen anderen Titel vorgehabt und dann ist er halt verstorben. Es hätte heißen sollen, die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Und ich glaube, es macht einen ganz wichtigen Punkt deutlich, dass die Wirtschaft zwar, ja, eine wichtige Teilordnung der Gesellschaft ist, ja, es ist die Ordnung, wo Selbstorganisation am deutlichsten zur Sprache kommt und am deutlichsten sichtbar ist, aber wir sollten eben auch über die anderen Ordnungen der Gesellschaft, wie das Recht, wie den Staat, wie die Religion nachdenken und schauen, was man da
an Selbststeuerung und an sozusagen liberalen Mechanismen finden kann und nicht nur in der Wirtschaft. Deswegen will ich mit Ihnen in den nächsten 40 Minuten auch in der Diskussion tatsächlich drüber sprechen, was ist denn eine liberale Gesellschaft? Ist es ein Oxymoron, weil die Gesellschaft so nach sozial klingt und sozial klingt nach sozialer Gerechtigkeit und wir wissen, wohin es führt? Oder kann man es eben auch anders sehen? Sie kennen David Hume und Sie kennen auch den Begriff der Zivilgesellschaft. Ich habe im Titel einen etwas anderen, fast gleich klingenden Begriff vorgezogen, nämlich die Bürgergesellschaft, weil ich glaube, dass es ein bisschen was anderes ist. Erstens ist Zivilgesellschaft heute viel zu breit gefasst. Es ist ja irgendwie alles Zivilgesellschaft, was uns umgibt. Zweitens, weil dieser Begriff von Václav Havel, das sieht nach Kaffee aus, ist aber Wasser, der Begriff von Václav Havel ist nochmal ein bisschen interessanter. Also natürlich geht es darum, dass es der Teil der Gesellschaft ist, wo der Staat nicht mitmisst, wo die Bürger sich selbst organisieren. Es hat aber auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass diese Bürger, die in Freiheit leben, Verantwortung übernehmen müssen und außerdem, dass das auch eine bürgerliche Gesellschaft sein soll, das heißt eine Gesellschaft, die bestimmte bürgerliche Tugenden lebt. Deswegen finde ich den Begriff heutzutage etwas ansprechender als den Humeschen Begriff, obwohl die natürlich häufig synonym verwendet werden. Okay. In meinem Titel hatte ich diesen Begriff Privatismus. Eigentlich ist es so, auch wenn Sie es mir vielleicht nicht glauben, ich habe mir den Begriff ausgedacht und dann habe ich gesehen, linke Gruppierungen oder linke Denker scheinen ihn auch schon verwendet zu haben. Also es war wirklich so, ich kannte auf Deutsch dieses Adjektiv privatistisch und ich dachte, eigentlich wir sind wahnsinnig privatistisch, hoffe ich, in dem, wie wir über Wirtschaft und Gesellschaft reden, wie wir uns auch rhetorisch positionieren. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt auch das Substantiv und dann dachte ich, das ist eins unserer Probleme als liberale Familie, grob gesagt. Was meine ich damit? Es ist nicht besonders leicht, nachdem ich jetzt diese Intro hatte, zu erraten, von wem dieses Zitat ist. Das ist eben derjenige, der uns Stupids for Liberty nennt. Und ich finde, es ist tatsächlich eine extrem bedauerliche Verkürzung von dem, was ein großartiger Denker wie Ludwig von Mises uns zu sagen hat. Deswegen habe ich mir erlaubt, das hier einfach mal dran zu machen. Der Liberalismus ist eben mehr als Privateigentum. Privateigentum oder Sezession, wie viele im Moment und auch üblich bei uns in der Familie schreien, ist völlig okay. Ich habe nichts dagegen. Ja, also klar, wenn sich jemand abspalten will, ein Individuum in der Region, völlig klar. Meine Frage ist aber, auch wenn es völlig klar ist, dass es eine notwendige Bedingung ist für eine liberale Gesellschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, ist es auch eine hinreichende Bedingung? Ist es wirklich a single term, der uns dazu befähigt, zu sagen, was Liberalismus ist? Ich glaube nicht. Vor allem glaube ich nicht, dass ein solcher Begriff wie Private Property Punkt tatsächlich das Ziel unseres Projektes ausmacht. Es ist eine Bedingung, es ist eine wichtige Bedingung, es ist keine hinreichende Bedingung und schon gar kein Ziel. Ich bin in Bulgarien aufgewachsen, wie angekündigt wurde, und Bulgarien ist so etwas wie Nigeria mit Schnee. Deswegen konnte ich nie sozusagen dem Anarchismuswahn, den einige von uns leben, was abgewinnen. Bulgarien sieht in etwa so aus. Und meine Frage ist eben, ist diese lass mich in Ruhe, das ist mein Eigentum, ich mache eine große Mauer drumherum und fahre einen SUV, mit dem ich Rentner auf der Straße überfahre, ist das unser Liberalismus? Ist das wirklich unser positives Programm? Also stehen wir tatsächlich dafür? Es ist klar, dass es einen abgegrenzten Eigentumsbegriff braucht, aber das war's. Hohe Mauer und dann lass mich in Ruhe, die Welt kann mich mal. Vor allem auch, was wir häufig vergessen, ist es unsere Rhetorik. Ja, also wir vernachlässigen ganz häufig die Sprache. Wir sprechen häufig so, dass natürlich provoziert man gerne, auch als Bulgare, aber man müsste wirklich aufpassen,
dass wenn wir diese Bürgergesellschaft wollen, dass diese Bürgergesellschaft auch mit einer bürgerlichen Rhetorik einhergeht. Und Leute abstoßen, Leuten sagen, du bist mir völlig egal, ja? Also meine Mauer ist hoch genug, ich habe auch einen Kalaschnikow obendrauf, wenn du irgendwie rein willst. Und somit bist du mir egal, also keinerlei Empathie für meine Mitmenschen. Das macht uns nicht unbedingt sexy. Und ich glaube, da sollten wir uns tatsächlich ziemlich fundamentale Gedanken machen. Sie kennen vielleicht dieses Bild, das ist nicht das erste Mal, dass ich es bringe, aber heute will ich damit etwas anderes ausdrücken. Es gibt die französischen Gärten und die englischen Gärten, und Hayek hat schon an verschiedenen Stellen eben gesagt, dass eine liberale Wirtschaft und Gesellschaft sehr viel besser mit dem Bild des englischen Gartens abbildbar ist als des französischen Gartens. Dahingehend, als es hier auch eine Ordnung gibt, die ist aber deutlich komplexer und deutlich weniger steuerbar als diese relativ simple Ordnung des französischen Gartens. Was ich heute damit aussagen will, dass aus meiner Sicht der Zauber des Liberalismus nicht in der hohen Mauer und im SUV liegt, sondern der Zauber des Liberalismus beginnt eigentlich hier. Es beginnt damit, dass diese Individuen, die zugegebenermaßen eine abgetrennte Privatsphäre in all den Dimensionen brauchen, die die Privatsphäre hat, sich anfangen zu vernetzen. Sich anfangen tatsächlich in den verschiedensten Ordnungen der Gesellschaft selbst zu organisieren. Dann beginnt der Zauber, und ich glaube, dann beginnt auch das Spannende, was wir zu analysieren haben. Und nicht, wie hoch soll unsere Mauer sein. Ja? Die Mauer soll so hoch sein, wie es der Mensch will. Aber das ist nicht besonders spannend. Spannend ist, wie funktioniert Vernetzung? Wie funktioniert eben das, was ich vorhin Gesellschaft genannt habe? So, diese drei Leute kennen Sie vielleicht. Also ich habe in Prag in einem ähnlichen Vortrag gefragt, wer Sie alle kennt. Ich freue mich ganz besonders, dass auch Zwickauer Studenten da sind, und wir hatten das noch nicht in der Vorlesung. Deswegen, das ist der Herr von Hayek, den kennen Sie alle, den kennen Sie vielleicht auch fast alle, James Buchanan. Mir geht es heute um Lynn Ostrom, die einzige Frau, die bisher den von der Mont-Pelerin Society sich selbst verleihenden Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat. Und Lynn Ostrom hat tatsächlich Fundamentales geleistet, indem sie gefragt hat, ist diese Tragik der Allmende, wie wir sie heute häufig auch im liberalen Kontext fallen lassen, tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Und sie hat gesagt, nein. Das heißt, wir können Ressourcen, Common Pool-Ressourcen, also vergemeinschaftete Ressourcen wie zum Beispiel eine Oase, durchaus bewirtschaften, auch durchaus ohne Markt, sondern eben mit dem, was ich jetzt als Bürgergesellschaft zu nennen versuche. Mit Selbstkoordination, ohne dass es da notwendigerweise Preis- und sonstige Mechanismen gibt, die wir vom Markt kennen. Václav Havel, mit dem ich den Begriff der Bürgergesellschaft eingeführt habe, und den Ostrom haben etwas gemeinsam. Die sind eben davon fasziniert zu sagen, lasst uns gucken, wie funktioniert Selbststeuerung in der Gesellschaft. Havel war einer der interessantesten Dissidenten im Kommunismus und im Postkommunismus, und die Bürgergesellschaft war eben sein Gegenentwurf zum Staat oder überhaupt zum totalitären Staat. Das war deren Projekt oder Ziel, zu sagen, wie kann so etwas funktionieren. Biden hat nun vorgeworfen, das Zeug ist irgendwie naiv. Ne? Das sind so kleine Communities, die bewirtschaften ihre Oase, oder in Tschechien baut halt eine kleine Community einen Kindergarten auf. Man hat gesagt, big deal, das ist gesellschaftlich irrelevant. Das sind alles so Gemeinschaftspunkte. Ich sehe das anders, und vor allem sehe ich das anders heute. Und das ist das, worüber ich jetzt in den letzten 10 Minuten oder so reden will, nämlich über die digitale Bürgergesellschaft. Denn man kann in der Tat sagen, diese Selbstorganisation jenseits des Marktes, à la Havel, à la Ostrom, war im vor-digitalen Zeitalter in der Tat vielleicht ein bisschen utopisch. Aber durch die digitalen Technologien erfährt sie aus meiner Sicht ein Comeback oder sogar eine Ausweitung, die ziemlich spannend ist. Das versuche ich Ihnen jetzt zu zeigen. Wir haben üblicherweise in unserem Diskurs hier in der Gruppe bestimmte Dichotomien, ja? Also Staat versus Markt, und es gibt nichts Drittes. Oder die, wie ich inzwischen mit etwas, Schmerzen erfüllende Diskussion, die wir immer noch führen, Anarchie, Minarchie.
Ich glaube, dass die Bürgergesellschaft in dieser digitalen Verfassung uns befähigt, über diese Dichotomien hinwegzusehen. Zu sagen, eigentlich gibt es etwas Drittes zwischen Staat und Markt, das ist diese Bürgergesellschaft. Und durch die digitalen Technologien wird dieser Sektor in der Gesellschaft auch extrem politisch relevant. Wir können durch die digitalen Technologien, also durch diese Menschen, die sich im Digitalen vernetzen, tatsächlich sehr viel erreichen. Wir können qualitativ neuartige Lösungen hinbekommen. Es geht nicht nur darum, dass die Transaktionskosten fallen und dass irgendwie die Vernetzung leichter wird, sondern es werden überhaupt Sachen möglich, die bisher nicht möglich waren. Es wird möglich, dass wir in der Demokratie tatsächlich große Allianzen, entweder die für uns sind oder gegen uns, in der Tat in Bewegung zu setzen. Wir können in der Tat, wie die Prager Konferenz sagte, Sharing Economy, wir können sehr, sehr vieles in unserer Wirtschaft und Gesellschaft neu ordnen, wegen dieser Technologien. Und das finde ich absolut faszinierend. Und das, wie gesagt, ich finde, es erleichtert uns um diese Frage, ja, soll es der Staat machen oder der Markt? Ja, vielleicht weder noch. Ja, vielleicht machen es einfach die Leute vor Ort, geben sich eine Ordnung, wie gesagt, von deren Kindergärten oder von deren eigenen Handhabung von Flüchtlingen. Das muss nicht der Staat machen, das muss auch kein Markt sein. Sondern es können Leute sein, die heute sehr viel Zeit haben, weil wir so wohlhabend sind. Und in dieser Zeit können sie eben Lösungen für die Probleme finden, ohne dass wir das unbedingt Staat oder Markt nennen können. Man kann es Anarchie nennen, weil es natürlich eine Selbstorganisation ohne Staat ist, aber weil der Anarchiebegriff so belastet ist, schlage ich einfach vor, dass wir das Bürgergesellschaft nennen, klingt außerdem rhetorisch, finde ich, ein bisschen eleganter. Außerdem ist auch nochmal an der Stelle die rhetorische Wandlung, die wir erfahren, wenn wir darüber sprechen, ziemlich wichtig. Denn wenn wir unsere alte Rhetorik beibehalten, bleiben wir sozusagen unter uns oder haben sogar falsche neue Freunde, wie Ihnen schon aufgefallen sein könnte. Und ich finde, dass der Begriff der Bürgergesellschaft, gerne auch mit diesem Adjektiv digital, uns durchaus neue Brücken ermöglicht. Ich erinnere mich gut an einen Haie-Club, wo ein, sag mal, semi-prominenter Haikianer sagte, der Begriff Bürgergesellschaft ist kontaminiert, weil ihn Linke nutzen. Ich habe den eigentlich ziemlich entgegengesetzten Ansatz, wenn ihn Linke nutzen, Herr Füchs, heute Nachmittag zum Beispiel, auf den ich mich sehr freue, dann ist es umso wichtiger, dass wir mit denen über diesen Begriff, der einen liberalen Kern hat, reden. Und nicht einfach sagen, der Begriff ist kontaminiert, also lassen wir ihn einfach mal sausen, weil die Linken ihn verwenden. Auch darüber können wir sprechen. Also ich glaube, es befähigt uns zu neuen Lösungen und es befähigt uns zu einer Rhetorik, die neue Kontexte erschließen lässt. Ich habe jetzt, das passt auch gut in der Zeit, ich habe zwei letzte Folien, mit denen ich das Ganze so ein bisschen zusammenfassen will. Wir sprechen heutzutage die ganze Zeit, auch bei dieser Konferenz, über die beiden Megatrends, die uns umgeben, Globalisierung und Digitalisierung. Hallo Matthias. Und wir sprechen darüber auf eine unterschiedliche Art. Also die Globalisierung gab es immer schon, das ist keine besonders jetzt neuartige Geschichte. Natürlich ist die Digitalisierung etwas sehr Neuartiges und da stehen wir ganz am Anfang. Und es ist umso wichtiger, dass man sich darüber Gedanken macht. Beide aber, und das will ich jetzt in diesen letzten 5 Minuten zu zeigen versuchen, hängen auf eine vielleicht interessante Art zusammen. Ich habe mir neulich so ein bisschen Gedanken gemacht und was Kleines dazu geschrieben. Im Schweizer Monat, der draußen ausliegt, übrigens, aber in einem älteren Heft. Das ist Ferdinand Tönnies. Gut, man kann sich jetzt fragen, warum zeigt man so jemanden bei einer Konferenz Zukunft des Liberalismus nun? Weil er etwas als Begrifflichkeit geprägt hat, das wir eigentlich schon mindestens seit Adam Smith kennen, nämlich Gemeinschaft und Gesellschaft. Die Gemeinschaft sind die konkreten, überschaubaren Kontexte, in denen wir uns bewegen, also Freundeskreis, Familie, Dorf. Und Gesellschaft ist eben das, was wir auch von Smith oder Hayek als Extended Order, Great Society nennen, also dieser abstrakte Kontext. Und ich glaube, dass diese Begriffe von den 1880er Jahren uns heute sehr helfen, um Globalisierung, Digitalisierung und deren Zusammenspiel zu verstehen.
Globalisierung ist aus meiner Sicht ein Trend, der uns noch mehr abstrakte, kalte Gesellschaft bringt. Ja, es ist alles sehr dynamisch, die Welt wird immer anonymer, wir kennen die Milliarden von Menschen, mit denen wir immer enger vernetzt sind, nicht. Und daran stören sich viele. So. Ich sage auf der letzten Folie, was man vielleicht dagegen tun könnte. Aber es ist eben so, dass viele ein Unwohlsein mit diesem Begriff haben. Digitalisierung hingegen könnte, wie gesagt, wir sind alle am Anfang, ich auch, könnte bedeuten, dass wir im Gegenteil mehr konkrete, mehr warme Gemeinschaft bekommen. Das bedeutet für mich, dass zum Beispiel durch die Digitalisierung ich meinen ganzen bulgarischen Freundeskreis wiederbekommen habe. Und somit ist mein Exil in Deutschland etwas erträglicher geworden, weil sozusagen meine Bulgaren jetzt jeden Tag auf Facebook sichtbar sind und das ist ganz wunderbar. Also könnte es sein, und das ist meine Frage, dass sich die negativen Aspekte dieser beiden Megatrends, Kälte einerseits oder überhaupt die negativen Aspekte, ich sage gleich was dazu, aufheben. Wir sind nicht nur an der Uni, die Karl Marx in Abwesenheit promoviert hat, sondern wir sind auch an der Uni, bei der Hegel seine ersten akademischen Schritte getan hat. Und ich finde deswegen dieses Verb aufheben ganz wichtig. Kann es also sein, dass die Überdynamik, wie ich sie jetzt nenne, der globalen Arbeitswelt, wie gesagt, an der sich viele stören, ist alles viel zu dynamisch, viel zu unsicher, viel zu beweglich, viel zu komplex. Könnte es vielleicht sein, dass das abgefangen oder abgefedert wird durch die Digitalisierung, durch diese neuen Gemeinschaften, die wir im virtuellen Leben und die, wie gesagt, die Anonymität und Geschwindigkeit, Unsicherheit der Globalisierung erträglicher machen. Gleichzeitig könnte man aber auch die Frage stellen, könnte es denn sein, dass die Echokammern oder Filterblasen, in denen wir uns befinden, möglicherweise gesprengt werden, dadurch, dass wir gezwungen sind, in unserer realen Welt, also nicht in der virtuellen Welt von Facebook, sondern in unserer realen Welt, immer mehr um die Welt zu reisen, immer mobiler zu sein und so weiter. Das heißt, dass man zwar die Neigung hat, in den sozialen Medien Echokammern aufzubauen, aber in der realen Welt umso mehr gezwungen ist, mit verschiedensten Leuten, verschiedensten Regionen und Kulturen umzugehen, sodass auch da wieder eine gewisse Balance kommt. Könnte sein. Ja? Und wenn es so ist, könnte es sein, dass diese beiden Megatrends, die zugegeben auch massen wie alles, was der Mensch so produziert hat in der Menschheitsgeschichte, negative Aspekte haben, dass da eine gewisse neue Stabilität kommt. Bevor die Stabilität aber kommt, stelle ich die letzte Frage. Kann es sein, dass diese Komplementarität, also Digitalisierung und Globalisierung komplementieren sich und sind damit ein Stück weit stabilisierend füreinander? Könnte es sein, dass die Fragilität, in der wir heute leben, die Zerbrechlichkeit unserer Wirtschaftsordnung, unserer politischen Ordnung und so weiter und so fort, könnte es sein, dass da, dass diese Fragilität abnimmt? Und meine Antwort ist, ja, es könnte sein, und das ist meine letzte Folie, es könnte sein, dass, oder ich bin ziemlich sicher, dass die digitalen Technologien uns befähigen, in Wirtschaft und in Gesellschaft mehr Selbststeuerung zu betreiben, damit auch weniger Zwang vom Staat zu benötigen, auf jeden Fall. Und ich habe versucht zu zeigen, dass, wie gesagt, dass wir zwar noch ganz am Anfang sind, aber es zeichnet sich eben ab, dass wir uns in den verschiedensten Ordnungen unserer Gesellschaft, auch in der Geldordnung mit Bitcoin und Blockchain und so, uns durchaus neue Selbstorganisationsformen geben können, von denen Hayek in den 70er noch geträumt hat, mit der Entnationalisierung des Geldes. Das kann sein. Aber bevor diese Stabilisierung hoffentlich kommt von Digitalisierung und Globalisierung, haben wir heute mit dieser neuen Fragilität zu kämpfen. Unsere Welt sieht zerbrechlicher aus als jede Welt, an die ich mich erinnern kann. Ich bin 81 geboren und ich habe die Welt noch nie so zerbrechlich erlebt wie heute. Und deswegen finde ich, dass wir in dieser digitalen Bürgergesellschaft, in der wir sowieso alle leben, ob wir es wollen oder nicht, dass wir als Liberale da bestimmte Aufgaben haben. Und ich habe drei zusammengetragen. Punkt 1, es ist wirklich wichtig, unser Wissen über Wirtschaft und Gesellschaft auch dahingehend zu verwenden, dass die vielen Ängste, die Menschen draußen haben,
tatsächlich abgebaut werden. Es reicht nicht zu sagen, das sind Idioten, die erweiterte Ordnung Hayeks nicht verstanden haben, sondern man muss eben reden. Man muss positive, also beschreibende Analysen von Wirtschaft und Gesellschaft dahingehend machen, dass die Menschen draußen etwas weniger Angst vor diesen komplexen Phänomenen haben. Punkt 2, wir müssen uns explizit zu unseren normativen Prämissen bekennen, also eben nicht einfach sagen, ich bin so Wissenschaftler und deswegen erzähle ich jetzt meinen Zwickauer Studenten irgendwas, sondern die wissen, ich bin Liberaler, ich habe ein bestimmtes Bild von Freiheit, ich habe ein bestimmtes Bild von Gerechtigkeit und beides ist mir wichtig und Gerechtigkeit übrigens bitte nicht mit sozialer Gerechtigkeit gleich rauskippen, sondern wir müssen genauso wie Hayek Gerechtigkeitsfanatiker sein. Bloß eben Begriffe haben von Freiheit und Gerechtigkeit, die tatsächlich operational sind und die helfen, für diese Begriffe zu kämpfen. Und last but not least, wie gesagt, die maßvolle Rhetorik, die uns häufig abgeht, bemühen, um eben nicht nur Preaching to the Converted zu machen, also an uns selber zu reden, sondern auch nach außen zu gehen, jenseits der Filterblase, jenseits der Echokammer und tatsächlich auch mit normalen Menschen reden. Ich habe im Zwickauer Wahlkampf so um die 20 Stunden Straßenwahlkampf gemacht und ich kann sagen, es erdet ungemein. Ja? Also wenn man rausgeht und sagt, was sind eure Ängste, wie haltet ihr es mit der Freiheit, dann kommt man in ganz interessante und ganz andere Gespräche als die Gespräche, die wir heute haben werden, aber die sind umso wichtiger. Ich bedanke mich mit diesem Spruch von Einstein, mit dem ich schon mal ein, zwei Vorträge bei den European Students beendet habe. Lasst uns bitte in allem, was wir tun, in allen Analysen, wie wir sie vollziehen, in allen Streitigkeiten, wie wir sie ausführen, die Sachen nicht allzu sehr simplifizieren. Das tun wir häufig und das ist gefährlich. Das erscheint uns nach außen als doktrinäre Blödlinge erscheinen, die zwei Bücher gelesen haben und meinen, die Welt damit verstanden zu haben. Die Geschichte des ökonomischen Denkens, über die ich mit Leidenschaft forsche, zeigt, dass je mehr man liest, tatsächlich umso mehr Demut und Bescheidenheit sich einschleichen muss in das, was wir tun. Und auch nochmal das Plädoyer, lasst uns maßvoll sein. Ja, es gibt ein ganz tolles neues Buch über Moderation, also eben Maßhaltung in der Politik und Wirtschaft und Gesellschaft. Lasst uns so ein bisschen die Rhetorik, wie wir sie häufig bei solchen Konferenzen haben, lasst uns das lassen und lasst uns zivilisiert und eben bürgerlich miteinander und mit dem Rest der Welt reden. Vielen Dank. Wie viel Zeit haben wir jetzt für die Diskussion? Okay, wer möchte? Ich traue es mir zu, das selber zu machen. Kritik, Fragen, Beschimpfungen. Ja, sonst nehme ich das. Wie würde deine digitale Bürgergesellschaft in der Praxis aussehen? Vor allem, du hast die Blockchain angesprochen, Kryptotechnologie. Wird es auch gar keine Preise geben? Ich stelle mir das in der Praxis ein bisschen, ja, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Okay, also natürlich haben wir die digitale Wirtschaft. Also wenn wir das Sharing Economy nennen oder was auch immer, ist es völlig klar, das wird eine Wirtschaft sein. Also es wird da Preise geben, es wird Knappheit geben, es wird vielleicht andere Knappheiten geben, als wir sie kennen, es wird eine andere Ressourcenteilung geben, es wird andere Regeln geben, also andere Regulierungen, aber das war nicht so sehr mein Punkt. Mein Punkt war, dass wir digitale Lösungsmechanismen hinbekommen, auch heute schon, die so ein bisschen jenseits von Wirtschaft sind. Also ich meine damit politische Kampagnen, ich meine damit Fundraising für ein bestimmtes Anliegen, ich meine damit tatsächlich extrem interessante Diskussionsplattformen, aus denen Lösungen entstehen. Ich meine damit auch das Befähigen von direkter Demokratie vor Ort, die auch ansonsten häufig so ein bisschen utopisch daherkommt, wo wir aber eben mit digitalen Technologien durchaus für konkrete politische Anliegen vor Ort, die ein Einzelner von uns stellt, ganz leicht mobilisieren können. Und auch natürlich das Bewirtschaften von so etwas wie dem gemeinsamen Kindergarten
wo einige Älteren sich zusammenschließen können und sagen, wir machen ihn jetzt. Und da macht alles, was mit, grob gesagt, Facebook und so weiter zusammenhängt, die Koordination und auch die Feedbacks solcher Mechanismen sehr viel besser handhabbar. Die Allmende, wie wir sie kennen, also solche gemeinsam bewirtschafteten Ressourcen, krankt ja häufig daran, dass es eben Freerider gab, die versucht haben, auf Kosten anderer dieses Ding auszunutzen. Und Freeridertum wird durch das Digitale seltsamerweise etwas weniger einfach, weil man die Feedbacksmechanismen hat, um zu sagen, du bist ein Freerider und benimmst dich eben daneben. Also deswegen meinte ich nicht so sehr, darüber wird es heute andere Vorträge geben, was das Digitale in der Wirtschaft bewirkt, sondern was das Digitale in der Gesellschaft bewirkt, damit wir dadurch tatsächlich weniger Staat brauchen, weil die Leute in deren gelebtem Leben sehen, dass sie Politik im Sinne von gemeinsam zu handhabende Aufgaben ohne den Staat lösen können. Und da hilft das Digitale ungemein. Ja, ein Problem, was vielleicht auch noch da ist, dass man sozusagen, also die Gesellschaft davon überzeugt, geht sicher, aber wie überzeugt man, sage ich mal, den Staat davon, dass er auch sozusagen die Freiräume erst lässt, weil, also du hast es jetzt nicht gesagt, aber Föderalismus ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt für diese Selbstorganisation und der Föderalismus wird ja eher immer weniger, also es wird, ich würde sagen, es wird eher zentralistischer im Moment und die Kommunen werden auch irgendwie immer größer, also eine Kommune als 30.000 Leuten ist vielleicht schon zu viel für eine effiziente Selbstorganisation. Also wie überzeugen wir den Staat sozusagen? Okay, also Punkt 1, nicht mit Sprüchen wie Hate the State. Ja, also wenn du etwas überzeugen willst wie den Staat, ist es nicht so besonders klug zu sagen, ich liebe dich. Ja, also Punkt 1. Punkt 2, also Hass ist da schon mal nicht ganz so hilfreich. Punkt 2, wenn man sich die Frage stellt, alle von uns sind irgendwie politisch aktiv und wir haben häufig einen Begriff von Politikberatung, der ein bisschen schief ist. Also der geht irgendwie so davon aus, damit sich das ändert, was du zu Recht bemängelst, also eben die zunehmende Zentralisation in Deutschland, in der EU und so, müssen wir mit Politikern reden. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, es ist sehr viel klüger, Politikberatung nicht als Politikerberatung aufzufassen, sondern als Bürgerberatung. Jeder von uns hier im Raum ist ein Multiplikator. Und jeder von uns kann das, was man erfährt, nach außen tragen. Und das ist dieses Konzept von Social Change, wo ist Clemens, da ist Clemens. Social Change im Sinne von, nicht wir reden mit Politikern, ich mache genug Politik, um zu sagen, dass es nutzlos ist, sondern wir reden mit jedem Einzelnen und durch die Netzwerke, die wir heute haben, kann jeder Einzelne seine Tausende von Facebook und sonstigen Freunden von diesem gleichen Anliegen überzeugen. Das heißt, Dezentralisierung wird sich nur dann einstellen, wenn der Einzelne als Souverän sie auch einfordert. Und das Digitale nochmal befähigt, den Einzelnen zu sehen, die funktioniert in der Tat. Es ist nicht die Utopie der 90er Jahre, wie ich sie mal bei Havel gelesen habe, ja, wir machen jetzt Bürgergesellschaft. Nein, wir machen sie heute faktisch, weil die Vernetzung so wahnsinnig einfach und so wahnsinnig effizient geworden ist. Das heißt, not hate the state, but convince the state, und mit state meine ich nicht den Politiker, sondern auch jeden einzelnen Bürger, der dann dieses auf die politische Agenda setzen kann. Ist nicht einfach, das wird eine Sisyphus-Arbeit bleiben, also Dezentralisierung und Föderalismus werden immer eine Sisyphus-Aufgabe sein, aber auch das zeichnet manche Lösungen aus, dass die leider auch nicht mit simplizistischen Vorschlägen erledigbar sind, sondern mit einem Dauerkampf gegen den Zentralismus der Staaten und Bürokratien so ein bisschen inhärent ist. Haben wir auch noch Zeit? Okay, noch ein paar Fragen, Kritik? Jupp, Philipp. Ja, erstmal vielen Dank für die vielen Denkanstöße. Ich habe da so ein bisschen so verstanden, dass du die beiden Sachen so gegenüberstellst. Einmal die Vorstellung vom klassischen Markt, wo es Preise gibt und wo es die entsprechenden Marktmechanismen gibt, die wahrscheinlich den meisten hier bekannt sind. Und auf der anderen Seite eben diese Bürgergesellschaft. Ich sehe da eigentlich das gar nicht so, dass das zwei verschiedene Dinge sind, sondern beides als Ergebnis von spontaner Ordnung. Das ist eine Sache, die ich oft bei Liberalen so ein bisschen vermisse. Wir sagen oft, wenn wir den Staat zurückdrängen, dann kommt eben der Markt in der Regel alles viel besser.
Ich würde viel lieber sagen, nicht der Markt, sondern die spontane Ordnung. Was Hayek, der hat ja den Begriff schon sehr stark auch verwendet, beschrieben. Und dann wird nämlich dieser Widerspruch eigentlich aufgelöst. Der Markt kann ein Ergebnis spontaner Ordnung sein, aber die Bürgergesellschaft kann eben genauso gut aus der spontanen Ordnung hervorgehen, weil die spontane Ordnung ja eben spontan ist. Das Entscheidende ist, sie ist eben nicht geplant von irgendjemandem. Und deswegen brauchen wir als Politiker auch gar nicht zu sagen, wir wollen den Markt, der dann so funktioniert, wie wir uns es vorstellen, sondern wir lassen es einfach offen. Und das ist eben, sind eben zwei Möglichkeiten. Es gibt vielleicht noch viel mehr. Es können verschiedene Sachen entstehen. 200% einverstanden. Das war auch der Punkt, den ich machen wollte. Ich wollte den Punkt machen, Selbstorganisation oder spontane Ordnung, was für mich das Gleiche ist, funktioniert in sehr viel mehr gesellschaftlichen Ordnungen als nur in der Wirtschaft, also nur am Markt. Und wir schauen viel zu oft, viel zu sehr nur auf den Markt. Und so, genauso wie du gesagt hast, ist es, glaube ich, auch rhetorisch klüger zu sagen, weniger Staat heißt nicht mehr Markt, damit eckt man nicht nur bei der Anstalt an, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung, sondern weniger Staat heißt mehr spontane Ordnung, kommt ein bisschen mystisch daher, deswegen mehr Selbstorganisation, mehr Eigenverantwortung oder Selbststeuerung, egal wie man es nennen will. Und das ist genau der Punkt. Markt, aber eben auch diese ganzen sonstigen Vernetzungsmöglichkeiten, die wir heute haben, die nicht marktlich aussehen, die auch nicht marktlich sind, aber genauso wie du sagst, spontan und selbstorganisierend ablaufen. Das ist genau der entscheidende Punkt. Ja? Lasst uns nicht nur über den Markt lernen. Natürlich kann man vom Markt sehr viel lernen und dann auf diese anderen Teilordnungen übertragen. Aber es ist eben nur die eine Ordnung, wo spontane Ordnung so ganz besonders offenkundig ist. Es gibt andere, da ist es weniger offenkundig. Und wie gesagt, im Digitalen werden diese anderen Ordnungen lebendiger und vielleicht offenkundiger. Auch für nochmal Menschen, die mit dem Markt und seiner Logik nicht so ganz zurechtkommen. Ja, Johannes? Ich würde gerne sozusagen das Feindbild des Staates, das im Liberalismus irgendwie vorhanden ist, ein bisschen aufbrechen. Und zwar mit Blick darauf, ich bin sehr einverstanden mit dem, was du gesagt hast, mit Blick auf sozusagen das positive Potenzial einer digitalen Bürgergesellschaft. Aber wir erleben ja, wenn wir uns beispielsweise Wahlkämpfe in der letzten Zeit anschauen, dass natürlich die Wege der digitalen Vernetzung irgendwie auch mit relativ einfachen Mitteln sehr stark missbraucht werden können. Stichwort Fake News und so weiter. Und da stellt sich mir auch die Frage, wie man mit dem Staat oder sagen wir mal staatlichen Institutionen, auch mit Blick meinetwegen auf die EU oder so, wie man eine gute digitale Ordnungspolitik gestalten könnte, um sozusagen die positiven Aspekte der digitalen Bürgergesellschaft zu fördern. Die Aufgabe ist wirklich nicht trivial und ich lade Sie damit ein, Mitte Februar zur Röpke-Vorlesung nach Erfurt zu kommen. Da haben wir jemanden, der anders als ich sich da wirklich auskennt, Justus Haukapp von der Uni Düsseldorf, und er hält genau den Vortrag Digitale, also Ordnungspolitik fürs digitale Zeitalter. Die Frage ist nicht trivial, weder wie wir mit Fake News umgehen, sondern es ist auch nicht trivial, wie wir mit den natürlichen Monopolen, wie die sich vielleicht in der digitalen Wirtschaft andeuten, umgehen. Da habe ich keine einfache Antwort. Was ich vielleicht tatsächlich sehr wertvoll in deinem Input finde, ist, dass die Fragmentierung der Medienlandschaft, die mit der Digitalisierung offensichtlich einhergeht, durchaus ein Problem ist. Ja, weil es wunderbar ist, eine pluralistische Medienlandschaft zu haben. Es hatte aber die alte Welt, in der ich noch aufgewachsen bin, hatte natürlich auch gewisse Vorteile, dass es Qualitätsmedien gab und auch diesen Qualitätsmedien vertraut wurde. Was, glaube ich, der heutigen Fragilität eindeutig als zentrales Wesen, ein zentrales Kennzeichen innewohnt, ist das Lügenpresse, Systempresse, Fake News, also dieses zerrissene Band zwischen den normalen Menschen und den Medien uns vor immense Herausforderungen stellt. Da ist die Digitalisierung nicht unbeteiligt. Ich glaube, auch da gilt es einfach mühsame Überzeugungsarbeit von jedem Einzelnen, dass bestimmte Websites russische Propaganda sind oder dass andere Websites einfach nur dumm sind.
Aber die Aufgabe ist durch diese Zerbröselung und Fragmentierung der Medienlandschaft nicht einfacher geworden. Das ist völlig, völlig richtig. Wobei, wie man sieht, auch die Öffentlich-Rechtlichen können und tun auch häufig sehr viel Mist anstellen. Also vielleicht sind es nicht irgendwelche subalternen Blogs, sondern auch die ganz, ganz, ganz offiziellen Medien. Aber komplizierte Geschichte. Und auch da stehen wir ganz am Anfang. Deswegen finde ich es cool, dass wir die Konferenz eben diesem Thema Digitalisierung auch widmen. Okay, vielen Dank.